meine lieben Freunde des wundervollen Mexikaners Mario, der in Wahrheit gar kein Klempner mehr ist und ich glaube, er ist auch gar nicht Mexikaner. Willkommen zurück zu Let's Play Mario Odyssey oder wie auch immer ihr diese Serie nennen wollt. Ich schreibe ja gar nicht mehr Let's Play in den Titel. Ach, Philosophie. Willkommen zu Mario Odyssey auf jeden Fall. Und willkommen zu, ich bekomme diese blöde lila Münze nicht. Okay, ich bekomme die Münze schon. Ja, seht ihr. Kurzer Schnitt, den hat natürlich niemand bemerkt. Ich bin ja ein Meister des Schneidens, der natürlich nie irgendwelche auffälligen Schnitte macht. So, kann ich hier kurz Päuschen machen? Nein! Mach doch Päuschen! Kann ich nicht hier absteigen? Ich glaube schon. Ja, okay. Puh, kurzes Päuschen, das hätten wir schon mal geschafft. Okay, weiter geht's. Ja, wenn ich irgendwie hier zu krass failen sollte, schneide ich natürlich. Aber ich habe jetzt nicht vor, dieses ganze Let's Play... Ach stimmt, die machen mir ja gar nichts, die Starren. Kann ich einfach durchreiten. Ich habe jetzt nicht vor, dieses ganze Let's Play wie ein irrer, wahnsinniger Dude zu schneiden. Ich wollte das schon halbwegs geordnet machen. So, und was ist mit dir? Du, Musiknote? Aha, wir sollen Musiknoten einsammeln. Und dann hier komplett in den Abgrund stürzen. Nice. Kann ich jetzt wenigstens nicht ganz am Anfang anfangen, sondern an der einen Stelle dort... Nein. Okay, dann fangen wir nochmal hier an. Gut, aber wir können ja jetzt die Abkürzung nehmen. Alles gut, wir nehmen diese super-duper Abkürzung. Also Leute, ihr denkt vielleicht... Wow, wie schlecht bist du denn? Du kannst ja gar nichts. Du denkst, du bist in 3D Mario gut, hast du letztes Mal irgendwann gesagt. Pah, Kacknoob. Ja, Leute, diese Steuerung mit diesem... Mit diesem Löwen ist unglaublich. Unglaublich schlimm. Ich würde sagen, da wäre ein guter Schnitt, oder? Ja. So, erstmal hier wieder zwischenparken und jetzt ein neuer Versuch. Ha. Der ist so schwierig zu kontrollieren. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Leute. Es ist ultra schwierig. Ihr denkt, wie gesagt, ich bin komplett von allen Sinnen verlassen. Nein. Ich glaube, das hier ist die schwierigste Challenge überhaupt. Und wenn ich danach nur ein beknacktes One-Up bekomme, dann bin ich aber echt ein wenig... Ja? Ein Power-Mond. Oh, ich glaub's ja nicht. Dann wäre ich nämlich echt ein wenig knatschig und quengelig gewesen. Okay, perfekt. Bam. Querfeld ein mit dem Miauxi. Aber eigentlich Querfeld ein, das ist Querfeld ein bisschen qualvoll mit Miauxi. So, und jetzt gucken wir mal, was gibt's hier oben. Okay, da gibt es die Special-Münzen. Auf dem anderen Weg hätte es, glaube ich, nur normale Münzen gegeben. Okay, da sind wir auf jeden Fall wieder. Der Power-Mond wurde anscheinend zwischengespeichert. Wäre ja auch irgendwie doof, wenn man diese ganze Musiknoten-Challenge nochmal machen müsste, nur weil man einmal kurz runterfällt. So, jetzt sehen wir auch nochmal den anderen Weg. Perfekto. Und dann jetzt ein wenig besser, ne? Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu steuern. Verzeiht mir, Leute. Oh, wow, wow, das rumbelt aber in HD wie sonst was. Verzeiht mir echt, Leute, wenn das ein bisschen... Hier gibt es keine Münzen mehr, ne? Wenn das ein bisschen wehtut, wenn ihr die vielen Schnitte seht. Bam! Ein Ausflug mit dem Miauxi. Aber es ist halt wirklich, es ist wirklich schwierig zu machen. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Es ist eine sehr, sehr interessante Steuerung. Finde ich aber auch cool. Ist eine bestimmt super, super spannende Herausforderung für Speedrunner. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also Speedrunner werden da, glaube ich, echt ihren größten Spaß dran haben, da ein paar Techniken herauszufinden. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu blöd und habe den Bremsknopf. Nein, den Bremsknopf habe ich ja gefunden, aber ansonsten, ne? Weiß ich nicht. Und kann ich hier dich rufen? Das sieht ja aus wie so eine Haltestelle, ne? Ja, kann ich rufen. Perfekt, nice. Was ist hiermit los? Warum hängt hier dein leerer Bilderrahmen? Ja, weiß ich auch nicht. Hallo? Yahoo! Here we go! Das ist nicht Super Mario 64 oder Sunshine. Ach, schade. Yahoo! Nein, es klappt einfach nicht. Keine Ahnung, wir merken mal, der Bilderrahmen ist da, da oben ist ein Powermond. Halten wir mal im Hinterkopf so bereit, die Information. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Werden wir mal bereit halten. Drei Powermonde nur noch. Ey, wir haben ja hier abgesandt wie kein zweiter. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dabei fehlen uns noch so viele lila Münzen. Vielleicht gibt es auch noch mehr Powermonde? Ich weiß es nicht. Ah, da sind noch Münzen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und so viele Münzen haben wir zum Glück ja gar nicht verloren. Ist auch sehr schön. Dadurch können wir dann bestimmt irgendwann auch die Badehose bekommen. So. Was ist hier denn? Ach, der Pixel-Sombrero, der gefällt mir. Oh, Münzen.
Zack, zack, zack. 2D-Marios, wie gesagt, nicht meine Spezialität. Aber auch die kriege ich hin. Zack, 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 zack. Münzen mitnehmen wie kein Zweiter. Oh, hier kann ich durch, Shortcut-mäßig unterwegs. Wir werden natürlich auch jeden einzelnen... ich bin natürlich nicht gleich tot. Wir werden natürlich auch jeden einzelnen Block hier... Oh, da ist ein Powermond drin. Das rieche ich, hier glitzert was. Ja, wir werden natürlich auch jeden einzelnen... WTF? Bullet Bill brauche ich dafür oder so? Jede einzelne Ecke wieder umdrehen und sonst was. Wir werden hier gucken, dass wir überall einmal hinkommen. Oh, da unten ist auch noch ein Hebel. Interessant. Wir werden gucken, dass wir überall einmal hinkommen. Aus einer Kiste in den Ruinen. Denn dann sehen wir auch wirklich jede Münze und jeden Dings. Also ich glaube, vergesst das mit dem, oh, vielleicht machen wir nur 100%. Ey, das ist ja mega genial, Leute. Warum sollten wir nicht 100% machen? Überall alles erkunden. Da hat man einfach Bock, alleine schon, weil man erkunden will. So, was macht der Schalter hier? Ah, der bringt mich quasi hier so als Abkürzung. Nee, 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 Freund. Der bringt mich als Abkürzung wieder hier hin. Okay, hier gibt es viele Münzen. So, und ansonsten... Oh, was ist denn hier? Das habe ich ja gar nicht gesehen beim letzten Mal. Hier ist ja Powermond. Bin ich blöd? Nische in den Ruinen. Wow, uns fehlt nur noch ein Powermond. Dann haben wir alle? Ja, den kennen wir doch. Was sollen uns denn dann Bowser und so geben? Die Bosse? Geben uns die dann... die Multimonde dann nur? Oh, da hinten ist auch noch so eine Pixelsektion. Da hinten ist dann der 15. Ja, wow. Stark, stark, stark. Aber überall ist was versteckt, Leute. Es lohnt sich wirklich, überall zu erkunden. Und ich wette, unter dem letzten Part stand schon Hasunga. Oh, wo haben wir denn... Hasunga vor allen Dingen. Wo haben wir denn Leben wieder bekommen durch den Powermond? Hm. Naja, der Punkt ist auf jeden Fall... Hallo? Was macht man mit dir? Was? WTF? Oh, bin ich da ganz... Nee, hier ist ja noch ein Powermond. Gibt's noch mehr als da in die... Als... Da, ich bin ganz baff. Joy-Con zum Umsehen, zurücksitzen, zoomen. Ja, das ist ein Powermond, sehe ich. Okay, alles gut. Ja, weg mit dir. Alles super. Mensch, ey, mich erschreckt hier jede Ecke und anscheinend wird das Leben regeneriert, wenn man einen Powermond findet. Naja, der Punkt ist auf jeden Fall... Oh, gerade noch so gerettet. Anscheinend gibt's mehr Powermonde als da oben eingetragen. Vielleicht sind oben auch nur die eingetragen. Ich meine, da oben sind 16 eingetragen, nicht 15, habe ich jetzt auch mal bemerkt. Das sind die, die benötigt werden, um weiter zu fliegen. Ich glaube, so ist es nämlich. Ah, und ein bisschen Leben. Warte mal, was ist denn, wenn ich die Karte drücke? Ich meine, da gab es nämlich auch so einen Indikator. Listen, ne? Genau, hier gibt es eine Liste mit allen Powermonden, wo man schon welche hat. Und... Was? 69! 69... Boah, Leute, ey. Ich bin ganz verzweifelt jetzt gerade. Das schockiert mich. 69 Powermonde. Nicht weil 69, sondern weil... WTF, wie viele? Dann haben wir ja gerade mal den Grundstein gelegt. Okay. Ja, aber umso mehr Spaß werde ich, glaube ich, an dann 100% haben. Wenn ich ein, zwei am Ende nicht finde, hole ich mir vielleicht Hilfe durch einen Spielberater oder so. Seid mir da nicht böse. Oder ihr sagt mir, wo die sind. Aber ansonsten, ey, ich habe Bock aufs Erkunden. Oh, und hier, easy going. Secret gesehen. Secret gesehen, Secret gefunden. Achachachachacha. Ah, die 2D-Sektionen machen mir Angst. Die 2D-Sektionen sind die gefährlichsten für mich. Die kann ich nämlich doch gar nicht. Oh, und hier gibt es noch wunderbare Munzen. Ich weiß auch gar nicht. Das Ducken, das sieht einfach so aus, als ob Mario, naja, ein bisschen nur schrumpft. Eigentlich müsste der Sombrero mit abgefetzt werden. Aber gut, wieder nicht. So, Checkpoint und dann eine wunderbare Sequenz, weil wir tatsächlich mal dahin gegangen sind, wo wir am Anfang hingehen sollten. Ich glaub's ja kaum. So, und was ist jetzt los? Genau, das kenne ich auch noch ein bisschen aus der Gamescom-Demo, aber all diese Szenen und mit dem Mundstücke im Sand. Ah, okay, und diese Titel sind quasi immer die, die als nächstes kommen, ne? Diese Story-Mission nenne ich die einfach mal. Und der Rest ist so auf dem Weg verteilt. Genau, hier war das aber nicht mit so einem riesigen Mond in der Gamescom-Demo, das war hier so ein bisschen, ne? Mal hier, mal da. So, aber euch kenne ich. Ihr macht so, bam. Ja, super. Ihr macht so, bam. Hallo. Hallo, ich wollte zeigen, wie gut das geht. Hier so, ihr macht zack und dann, wow, ja, ha, Hilfe. Ja. Ach ja. So. Perfekt. Okay. Dann springen wir hier rüber. Da unten geht es natürlich auch weiter. Ich glaube, da müssen wir sogar weiter, aber ich will die lila munzigen Munzen, ne? Spring! Puff! Okay, so, hier natürlich wieder das Dingen machen. Schadet uns natürlich, also ich glaube, ich könnte darauf wetten, dass wir da euch Schaden nehmen. Deswegen einfach mal, oh, schlalalala, ganz vorsichtig hier.
Ganz, ganz vorsichtig. Hier nehmen wir noch natürlich munzige Munzen mit. So. Dann kommt noch so ein Echo? Nein, kommt nicht. Nehmen wir hier noch was mit. Okay, und dann runter. Whoop. So, und wir sind im Röntgolith-Habitat. Seid ihr Röntgolithen? Bist du ein Röntgolith? Hey, nicht wegrennen, Röntgolith. Du bist mein. Denn die haben ein richtig cooles Feature. Schütteln oder Y drücken und die sehen das Unsichtbare. Und das nächste Feature, was die auch haben, super, super cool. Bin ich wirklich... Oh, ein Mondstück. Ein Grun-Mondstück. Ja, bin ich super baff, was die als Feature haben. Nämlich, wenn man die Sonnenbrille aufsetzt, werden sie ultra langsam. Features. Ja, hier ist auch noch ein Mondstück. Und guck mal, da hinten ist... Ja, da hinten ist der kleine Freundchen, ne? Das kleine Freundchen, der Sombrero-Mann. Und hier wäre ich fast runtergelaufen. So, gibt es hier was Unsichtbares? Nein. Das macht dann nachher der Hebel. Oh, da hinten kann man, glaube ich, noch erkunden. So, wie sieht's hier aus? Da hinten gibt es noch ein Mondstück. Alles klärchen. Ich gucke aber auch natürlich noch nach den munzigen Munzen. Man weiß ja nie, wo die sich so versteckt haben. Dieser Fußspuren, wer weiß, wo er hin wollte. Ja, das weiß wohl keiner. Springen kann ich aber nicht. Ergo, ich muss hier runter. Also von dem Teil, ich muss wieder depossessen, nicht mehr im Besitz von ihm sein. Und ich sollte so, so ganz unter uns. Ich sollte eventuell wissen, wo der unsichtbare Weg noch ist. So, nehmen wir, obwohl, den nehmen wir nicht. Wir nehmen den, der da hinten ist. So. Zack. Boah, das ist auch so lustig. Ich habe jetzt gerade, nur falls ihr das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, ob ich einen Knopf drücke oder ob ich schüttel. Ich glaube, das bekommt man wenig mit. Ich habe jetzt gerade einmal Y gedrückt zum Cappy werfen. Und den Rest habe ich einfach geschüttelt. Das fühlte sich gerade so komisch an. Ich finde diese Schütteln, diese Motion-Steuerung ist einfach so intuitiv. Nicht innovativ vielleicht auch ein bisschen. Aber die ist so intuitiv. Einfach zack, schütteln und dann funktioniert das. So, wo sind die anderen Mondstücke? Die waren da oben irgendwo, ne? Ich glaube schon. Dann, mein Freundchen, komm her. Ich glaube, die waren da oben. Ich hab schon die Gamescom-Demo vergessen. So, auf die Plattform Roni. Und Sonnenbrille aufsetzen, okay. Hier hinten gibt's Münzen. Sind da auch lila Münzen dabei? Nee, ne? Das sind keine munzigen Münzen, nee, nur normale. Und dann gibt's da hinten noch ein Mondstück. Und wo ist dann das letzte? Uns fehlen ja noch ganze zwei. Gute Frage. Das ist die Nummer 4. Und die Nummer 5? Also ich sehe, dass hier auf jeden Fall noch so eine P-Switch-Dingens ist. Aber das hat ja nichts gerade damit zu tun, weil die eingefroren ist. Ach, da oben ist noch eine. Ach, die hat sich bei den Vögeln getan. Kein Wunder, dass ich die nicht gesehen habe. Aber du bist auch mein. Und nach 5 Mondstücken passiert natürlich... Ja, wie in Mario bekannt, 5 Münzen sammeln oder 5 Silbersterne oder, naja, 8 rote Münzen waren es damals ja. Nicht 5. Ah, dann, hatsch da. Dann fliegen wir nicht runter, sondern dann holen wir uns. Mondstücke im Sand, also uns den Mond für die Mission, nicht die Mondstücke nochmal. Okay. Good job, good job. Oh, und da hinten öffnet sich die Luke. Okay. Hilfe! Kopfstandpyramide. Showdown. Okay, dann liefern wir uns mal den Showdown. Come on. Ich weiß nicht, ob das... Ob das Sinn ergibt. Ah, da sehe ich schon wieder was. Ich sehe schon wieder was. Ah, nein, nicht fliegen. Ich wollte einen Longjump machen. Ich weiß nicht gerade, ob ich noch erkunden soll, sage ich. Aber ich sehe schon wieder was. Ich kann es nicht lassen. Was ist bei der Kopfstandpyramide los? Die sind bestimmt auf unseren Ring der Einheit scharf. Ja, aber natürlich. Ich wünschte, ich könnte unser wertvolles Artefakt beschützen. Ich wünschte, du könntest es beschützen. Aber ich muss es ja wieder machen. Hut? Was für ein Hut? Was für eine Huttür denn? Was macht die Plattform denn hier? Was soll ich denn da machen? Wartet. Ich sehe hier den Weg. Ich sehe auch das Ding. Gibt es hier irgendwie was? Stampfattacke? Nee, okay. Dann wird das einfach nur so sein. Ich merke es mir ungefähr. Ich hoffe einfach mal, dass ich es schaffe. So. Und jetzt nach links, ne? Ja, easy going. Oh. Easy going. Cooles Rätsel. Bei diesen Huttüren sind anscheinend immer kleine Challenges versteckt. Okay, ja, das kriege ich ja auch easy going hin. Yep, ganz easy going.
Wunderbar, bin nicht weit genug gesprungen. Schon verkackt. Ja, genial. Okay. Ja, aber das ist ja easy going. Läufst hier hin, zack, machst du Long Jump, bist du durch. Ja, klar, kein Problem. Dann nimmst du ein bisschen Anlauf. Also ich glaube, das Problem ist, dass man hier nicht genug Anlauf hat mit dem Sprung. Doch, hat man, okay. Okay, hat man. Dann Long Jump rüber und dann, ja, perfekt. Okay, da hinten ist auch ein Power am Mond. Das ist wahrscheinlich dann der Hauptaspekt der Challenge, dass wir einmal hier rüber und dann hier rüber. Wunderbar, den unsichtbaren Labyrinthmond haben. Auch cool, wie das Feature hier wieder genutzt wird. Zack, dann wieder rüber. Einmal gegen die Wand prallen, das ist gar kein Problem, außer halt D-Rumble, was ein bisschen stört, beziehungsweise was ein bisschen in der Hand kribbelt. So. Okay, dann hier drauf. Longjumpen rüber. Zack, Cappy geworfen. Wunderbar. Okay, cooles Rätsel. Hat mir auf jeden Fall gefallen. So, wohin geht's dann noch? Hier ist noch so viel mit Eis. Ich glaube, wenn wir den Boss besiegt haben und das Ganze hier nicht mehr so vereist ist, dann sieht das schon ein bisschen besser aus, oder? Dann kann man bestimmt wieder... Das ist ein Hut! Eine Huttür, die tut bestimmt ganz gut. Und ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier wieder eine Mario-Melodie in meinem Kopf ist. Als ob ich ein Mario-Spiel spielen würde. Direkt mal hier... Warte mal, ein bisschen intruden. Mal gucken, was hier so abgeht. Hier gibt es ein Bullet-Bill-Rätsel auf jeden Fall. Ach, der Bullet-Bill hat sogar so eine kleine Lampe vorne. Hey, das habe ich gar nicht gesehen. Coole Sache. So, hier mache ich mal kurz einmal Päuschen. Autsch. Und hier nehme ich dann mal einen neuen mit. Ich weiß nicht, was davon der richtige Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen einfach mal alle ab. Hier gibt es auf jeden Fall... Ach, hier gibt es Münzen. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, hier steige ich auch mal kurz ab. Nimm mir 9 und nimm auch mal alle normalen Münzen mit. Denn das war bisher immer so. Es war bisher immer so in einem Mario-Spiel. Komm, da ist so ein Münzkreis oder so. Nimmst du alle mit, passiert irgendwas Tolles. Ja, die eine Münze, die nehme ich auch noch gleich mit. Die nehme ich... Kurz runter. So. So, die nehme ich auch noch mit. Und es passiert nichts Tolles. Yay. Übrigens, falls ihr denkt, warum beschleunigt der nicht? Warum beschleunigt der nicht? Ich beschleunige doch schon! Alles gut, Leute. Alles gut. Gebt mir doch nur ein bisschen Zeit, um mich an das Tempo zu gewöhnen, bis zu sagen, hey, wie kommen wir denn dahin? Einmal hier rumfliegen. Ja, alles klärchen. Nehmen wir dich mit. Und zwar um das Kugelwilli-Labyrinth herum. Gerne doch. Ja, und da wird unser Leben wieder aufgefüllt. Theorie stimmt schon. So, und ihr denkt euch wieder so langsam. Er macht ja alles gar nicht mit Speed. Aber der Speed kommt. Der Speed ist da, Leute. Der Speed ist... Und genau deswegen benutze ich den Speed doch nicht. Nein, der Speed ist okay, aber ich glaube, diesen super duper Full Turbo, den mache ich am besten nur auf geraden Strecken. Und wisst ihr was? Hier am Anfang könnte auch super gut irgendwo ein Secret sein, aber ich glaube, ist nicht, ne? Ich glaube, hier gibt's nichts. Ich will natürlich nichts übersehen. Wartet. Zack, zack. Nee, okay. Alles gut, dann nehmen wir dich mit. So, jetzt machen wir Full Speed hier. Zack und... Wisst ihr was, Leute? Wir machen kein Fullspeed mehr. Wir machen einfach ganz in Ruhe. So. Cappy werfen. Zack, gecaptured. Ein bisschen beschleunigen nur hier mit Y. Mir fehlen die Worte. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ey, komm her. Nee, mein Freundin. Du fliegst nicht weg. So. Beschleunigen wir hier eben durch. Zack, zack. Ja, okay. So, sind auch wieder da, haben es irgendwie halbwegs geschafft. So, und jetzt? Nein! Oh, das sah irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was der gemacht hat. War das irgendwie ein Hechtsprung oder so? Ich wollte mich nämlich noch gerade irgendwie retten, denn die Passage sah echt komisch aus. Ich weiß nicht, das wirkte wie ein merkwürdiger Hechtsprung. So, zack, da sind wir wieder, das kriegen wir ja easy hin. Halala, so. Jetzt hier ein bisschen weiter. Vielleicht müssen wir gleich sogar beschleunigen, weil dieses Ding so nicht so schnell mitdreht. Nee, noch ist alles gut. Noch leben wir, noch sind wir froh. Okay. Geschafft? Yes, geschafft. Okay, mitten durch das Kugelwilli-Labyrinth. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hier gibt's Mond, da gibt's Mond, du kriegst Mond, Oprah Winfrey kriegt 3 Monde oder so. Wenn es überall einen Mond gibt, dann ist es, glaube ich, auch fair zu sagen, okay, wir packen hier 69 oder so rein. Oh, und wir sollten das Labyrinth, glaube ich, irgendwann nochmal neu machen. Wenn hier oben tatsächlich... Warte, ist das ein Schalter? Eine Vogelscheuche? Eine Zwiebel mit Handschuhen? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, ich tippe mal eher auf die Zwiebel mit Handschuhen, eine Vogelscheuche. Welcher Vogel soll denn hier verscheucht werden? Das ist eindeutig eine Zwiebel mit Handschuhen. Da kann mir keiner was erzählen. So, was gibt's hier noch? Alles brav, wer Kunden, alles brav, wer Kunden. Ah, okay, es gibt nichts. Mensch, 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 ey, Mario Odyssey ist aber auch gefüllt mit allem möglichen coolen Zeug. So, dann rollen wir mal direkt schnurstracks weiter ins Speed of Mario Sound. Und dann gibt's hier bestimmt schon das nächste Secret, der nächste Powermond. Da hinten ist er doch, da, ich sehe ihn. Das ist meiner. Wow, das ist ein Trippelmond, ein Multimond. Mensch, aber ich weiß gar nicht, wie ich an den kommen soll. Gibt's hier an den Säulen noch irgendwie was? Das ist wieder so ein mysteriöses Bild? Nee. Komisch. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, an jeder Säule mal vorbeizuschauen, denn hier gibt's nämlich wieder so eine Eidechse? Leguan? Weiß nicht. Keine Ahnung. Und hier können wir sogar hoch. Bringt uns das irgendwie was? Ah, munzige Munzen. Sehr schön. 62 von 100. Auf jeden Fall sind wir bei der Wüstenwelt ziemlich gut dabei. Das freut mich doch schon mal. Das freut mich doch schon mal sehr. So, und ansonsten, bevor wir hier wieder 50 Jahre mit dem Erkunden verbringen, laber ich noch mit dem Signore da drüben und dann geht's auf in den Showdown. Na, was sagst du, Alter? Junger, Freund, was auch immer. Brautpass dort hinein, Ring der Einheit, yo, alles gut, easy going. Holen, obwohl, wartet. Der Entdeckergeist kann mich doch nicht loslassen. Hier hinter sind bestimmt lila Münzen, oder? Okay, dann warten wir doch, bis alles irgendwie aufgetaut ist und dann können wir im Wüstenland bestimmt auch mehr machen. Also, auf zum Showdown. Yeah, Showdown. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Okay, okay, okay. Dann müssen wir hier, glaube ich, viel mit Bullet Bills arbeiten. Kriegen wir hin. Der Maestro kriegt das hin sowieso. Zack. So. Oben ist ein 2D-Labyrinth, sonst gibt es hier nichts. Hier können wir noch... Was soll das hier bringen? Ah, Münzen. Und sonst nichts, ne? Okay, wunderbar. Dann wissen wir schon mal hier, dass wir kein Secret verpasst haben. Hier ein bisschen blöd dran springen. Und dann geht's... Oh, es graut mir schon in die 2D-Sektion auf. 2D. Und Gravity? Das ist ja 2D Super Mario Galaxy Mario Odyssey. Alle zusammen, Brothers. Mensch, das ist ja richtig cool. Also das ist fast schon so ein Best-of, würde ich sagen, von allem. So, wie machen wir das denn hier? Da würde ich ja runterfallen. Ah, ich muss mich ducken, okay. Ducken geht anscheinend auch noch. Alles klar. Ja, okay. Okay, da unten war hoffentlich kein Secret bei den blauen Pfeilen. Es sah aber auch nicht so aus, als gäbe es da etwas. Wenn es doch was gibt, alles gut, dann können wir einfach... Ja, können wir einfach irgendwann später nochmal hin, ne? Ein paar Münzen mitnehmen, ein bisschen auf den Kopf springen. Yeah, Goomba, woo! Und dann weiter. Ha. Nein, nein! Ich wollte doch gar nicht zurück, ich wollte mich doch nur kurz ducken. Ach, Mensch. Dankeschön. Die Kopfstandpyramide, die steht aber wirklich über Kopf hier. So, was mache ich hier? Ah, hier bin ich wieder normal? War das überhaupt richtig so? Ich denke, das war richtig so. Und euch soll ich hier benutzen, um das kaputt zu machen? Ist das richtig? Oder soll ich hier was kaputt machen? Das gibt mir nochmal so einen Container. Gerne doch. So, und dann soll ich euch wahrscheinlich hier durchlotsen. Ne? Ja, kommt her. So, mein Guter, und dann fliege ich mit dir hier rum. Und ja, ich beschleunige auch schon. Keine Sorge, Leute. So, zack. Kavumm, irgendwas verpasst. Nee, sieht nicht so aus, Mensch. Ich habe immer die Sorge, dass ich was verpasse. So, sieht gut aus, ne? So, aber wenn ich mal auf die Uhr schaue. Leute, wir sind wieder am Ende angekommen. Ich mache nur noch ein paar Kakteen kaputt. Und was hinter diesem weißen Licht wartet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, warum bin ich so kacke in Mario Odyssey? Ich kann doch gar nichts. Hoffentlich hat es euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Signore mit dem komischen Kaktusdingern in der Nase. Ist das lustig. Bis zum nächsten Mal, Leute.